18.16 Uhr, 18.17. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich. Er zog mich aus großen Wassern. 18.17 Uhr, 18.18. Er rettete mich von meinem mächtigen Feind und von meinen Hassern, denn sie waren mir zu stark. 18.18 Uhr, 18.19. Sie hatten mich überfallen zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr ward mir zur Stütze. 18.19 Uhr, 18.20. Und führte mich heraus in die Weite. Er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. 18.20 Uhr, 18.21. Der Herr vergalt mir nach meiner Gerechtigkeit. Nach der Reinheit meiner Hände lohnte er mir. 18.21 Uhr, 18.22. Denn ich habe die Wege des Herrn bewahrt und bin nicht abgefallen von meinem Gott. 18.22 Uhr, 18.23. Sondern alle seine Verordnungen hatte ich vor Augen und stieß seine Satzungen nicht von mir. 18.23 Uhr, 18.24. Und ich hielt es ganz mit ihm und hütete mich vor meiner Sünde. 18.24 Uhr, 18.25. Darum vergalt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. 18.25 Uhr, 18.26. Gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffenen rechtschaffen. 18.26 Uhr, 18.27. Gegen den Reinen erzeigst du dich rein, aber den Hinterlistigen überlistest du. 18.27 Uhr, 18.28. Denn du rettest das elende Volk und erniedrigst die hohen Augen. 18.28 Uhr, 18.29. Ja, du zündest meine Leuchte an, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. 18.29 Uhr, 18.30. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschmeißen und mit meinem Gott über die Mauer springen. 18.30 Uhr, 18.31. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Die Rede des Herrn ist geläutert, er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. 18.31 Uhr, 18.32. Denn wer ist Gott außer dem Herrn, und wer ist ein Fels außer unserem Gott? 18.32 Uhr, 18.33. Der Gott, der mich mit Kraft umgürtete und meinen Weg unsträflich machte. 18.33 Uhr, 18.34. Er machte meine Füße den Hirschen gleich und stellte mich auf meine Höhen. 18.34 Uhr, 18.35. Er lehrte meine Hände streiten und meine Arme den ehernen Bogen spannen. 18.35 Uhr, 18.36. Du gabst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stützte mich, und deine Herablassung machte mich groß. 18.36 Uhr, 18.37. Du machtest mir Raum zum Gehen, dass meine Knöchel nicht wankten. 18.37 Uhr, 18.38. Ich jagte meinen Feinden nach und holte sie ein und kehrte nicht um, bis sie aufgerieben waren. 18.38 Uhr, 18.39. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. 18.39 Uhr, 18.40. Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Streit. Du hast unter mich gebeugt, die sich wider mich setzten. 18.40 Uhr, 18.41. Du wandtest mir den Rücken meiner Feinde zu, und meine Hasse habe ich vertilgt. 18.41 Uhr, 18.42. Sie schrien, aber der war kein Retter, zum Herrn, aber er antwortete ihnen nicht. 18.42 Uhr, 18.43. Und ich zerrieb sie zu Staub vor dem Winde, warf sie wie Kot hinaus. 18.43 Uhr, 18.44. Du rettetest mich aus den Zänkereien des Volkes und setztest mich zum Haupt der Heiden. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. 18.44 Uhr, 18.45. Sobald sie hören, folgen sie mir, die Kinder der Fremde schmeicheln mir. 18.45 Uhr, 18.46. Die Kinder der Fremde verzagen und kommen zitternd aus ihren Schlössern. 18.46 Uhr, 18.47. Es lebe der Herr, und gepriesen sei mein Fels, und erhoben werde der Gott meines Heils. 18.47 Uhr, 18.48. Der Gott, der mir Rache verlieh und die Völker unter mich zwang. 18.48 Uhr, 18.49. Der mich meinen Feinden entrinnen ließ und mich trotz meiner Widersacher erhöhte, mich errettete von dem gewalttätigen Mann. 18.49 Uhr, 18.50. Darum will ich dich, o Herr, loben unter den Nationen und deinem Namen singen. 18.50 Uhr, 18.51. Der seinem Könige große Siege verliehen hat und seinem Gesalbten Gnade erweist,
David und seinem Samen bis in Ewigkeit. A. Er nutzt diese Vielfalt von Namen, die zeigen, dass die Gottlosen haben viele Mittel, um zu verletzen, so Gott hat viele Möglichkeiten, zu helfen. B. Denn niemand kann ihre Anfrage von Gott zu erhalten, wenn sie nicht seine Herrlichkeit mit ihren Petitionen anzuschließen. C. Er spricht von den Gefahren und Bosheit seiner Feinde, von dem Gott ihn befreit hatte. D. Eine Beschreibung der Zorn Gottes gegen seine Feinde, nachdem er sein Gebet erhört. E. Er zeigt, wie die schrecklichen Gerichte Gottes wird der Gottlose. F. Bedeutet Dunkelheit den Zorn Gottes als das klare Licht bedeutet Gottes Gunst. G. Dies ist bei Groß, PS 104, Doppelpunkt 135, beschrieben. H. Als König wütend mit den Menschen, nicht sich selbst, um sie zu zeigen. I. Donner, Blitze und Hagel. K. Seine Beleuchtung. L. Das heißt, die tiefen Böden wurden gesehen, als die Rote Meer geteilt wurde. M. Aus vielen großen Gefahren. N. Das heißt, Saul. O. Deshalb sandte Gott mir helfen. P. Die Ursache für Gottes Erlösung ist seine Gunst und Liebe für uns. Q. David war sich sicher, seine gerechte Sache und gutes Verhalten gegenüber Saul und seine Feinde und wurde daher von Gottes Gnade und Erlösung gewährleistet. R. Für alle seine Gefahren, die er sich selbst in dem Gesetz Gottes ausgeübt. F. Ich weder Platz machte ihren bösen Versuchungen noch meine eigenen Wünsche. T. Hier spricht er von Gott nach unserer Fähigkeit, die Barmherzigkeit zeigt, um seiner und bestraft die Bösen, wie es auch in Lev-26, 21, Lev-26, 24, sagte. U. Wenn ihre Sünde auf die volle Maß zu kommen. X. Er führt sie zu Gott, dass er beide haben den Sieg auf dem Feld und auch die Städte der Feinde zerstört. Y. Egal wie groß oder viele die Gefahren auch sein mag, noch das Versprechen Gottes muss wirksam werden. Z. Er gibt gute Erfolge, um alle meine Unternehmen. A. Wie Türme und Festungen, die er aus den Händen der Feinde Gottes nahm. B. Um mich vor Gefahren zu verteidigen. C. Er schrieb den Anfang, Fortdauer und Erhöhen in Gut nur, um Gottes Gunst. D. David erklärt, dass er neben seiner Berufung nichts tat, wurde aber durch den Geist Gottes, seine Urteile umzusetzen, gerührt. E. Du hast sie mir die Hände gegeben, um getötet werden. F. Sie, die das Schreien der Elenden, Gott ablehnen, wird auch ablehnen, wenn sie um Hilfe schreien. Denn entweder Schmerzen oder Angst verursacht, diese Heuchler zu weinen. G. Wir wohnen rund um mich. H. Das Reich Christi ist in David reich, der durch die Verkündigung seines Wortes bringt alle um seine Unterwerfung vorgezeichnet. I. Oder Lüge, was auf eine Unterwerfung gezwungen und nicht freiwillig. K. Angst will sie Angst und kommen aus ihren Löchern und geheim hält, um Verzeihung zu suchen. L. Das heißt, Saul, der aus Bosheit verfolgten ihn. M. Diese Prophezeiung gehört zum Reich Christi und die Berufung der Heiden, wie in Rom-15. 9. N. Diese nicht richtig gehört zu Salomo, sondern Jesus Christus. Dear Heavenly Father, we ask you to hide these words in our hearts and minds and empower us to put into practice these truths. In Christ Jesus' name we pray. Through the power of the Holy Ghost we ask. In the name of Jesus Christ, through the power of the Holy Ghost, amen. God bless you until next time.